Leute, wir sind zurück bei Prince of Persia, The Two Thrones. Im letzten Part haben wir mit dem Game angefangen und wir haben eine bekannte Stimme gehört aus dem ersten Teil, wenn ihr euch dran erinnert. Ich werde noch nicht enthüllen, wer das war, falls ihr euch nicht dran erinnert. Könnt ihr dann nochmal ins Projekt schauen, wenn ihr das hier jetzt gerade seht, bevor wir weitergehen, könnt ihr nochmal die Stimmen da vergleichen. Ja, jetzt werden wir weitermachen und gucken, wo wir hier langkommen oder wo wir hier hinkommen. So, dann einmal hier lang. Shit. Das habe ich gerade gut verkackt, Alter. Nein, was fällst du runter, du Idi, Alter? So, dann halt nochmal den Scheiß. Ja, genau, triff mich. Du kannst auch bestimmt so gut zielen, Alter. Gut gemacht. So, dann gehen wir einfach weiter. Alles klar. Ich weiß, was ich zu tun habe. So, hier rüber. Der steht da schon so bereitwillig, von unseren Speedkills gekillt zu werden. Na, Leute, ihr wisst Bescheid. Los geht's. So, jetzt heißt es warten. Auf geht's. So, das war's. Gut, da müssen wir hoch. Vorsichtig. Wir dürfen uns nicht bewegen, wenn der sich bewegt, sonst sieht er uns. Ich habe das noch so in Erinnerung. Und das war's. Sehr schön. Oh, jetzt kommt eins der neuen Feature, von denen ich im letzten Part schon geredet habe. Doppelten Speedkill auszuführen. Die sind übrigens schwer. Aber wir haben es hingekriegt. Sehr nice. So, dann mal los. Instinktiv zog der Prinz seine Waffe und stürmte los, um mich zu retten. So, als hätte er aus der Vergangenheit nichts gelernt. Doch vielleicht hatte er die Lektion nur vergessen. Denn Wut und Angst machten ihn blind. Das ist die wahre Geschichte. So fand ich den Tod. Nein! Was haben wir denn hier? Der Vezier. Ah, ihr müsst der Prinz von Persien sein. Endlich zu Hause. Doch zu spät, fürchte ich. Ich glaube, ich habe hier etwas von euch. Oh, nein! Kalina! Ah!
bin ich unsterblich! Gib mir meine Taten, wo immer du bist. Ihr habt die Macht erworben, wiederzukehren. Ja, geil, nice. Sand der Zeit existiert wieder. Das ist super. Tja, er schreit. Ja, das war's. Tja, so schnell endet das, Leute. Sehr gut. Scheiße. Da muss ich lang. So, jetzt aber schnell. Na! So, vorsichtig, einmal hier rüber. Das war knapp. Soll ich nächstes Mal? Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. So, einmal einen neuen Spielstand erstellen. So, wieder die gleichen Fallen. So, der dreht sich jetzt. Das war knapp. Hier gibt es übrigens kein Secret Ending, Leute. So viel kann ich euch versprechen. Hier ist es egal, ob ihr alle Lebensupgrades mitnimmt oder nicht. Oh, zum Glück kenne ich das Spiel noch. So, jetzt aber schnell, sonst fallen wir hier gleich nämlich wieder runter. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. So, einmal mit dem Dolch lang. So, perfekt. So, mit Kämpfen ist jetzt, wie gesagt, eine Zeit lang nichts. Wir müssen jetzt erstmal fliehen. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen, wenn ihr nächstes Mal kommt? Ja, bitte, Kailina, das kannst du, aber wir werden noch ein bisschen weiterspielen. Uah! So, das war viel zu leicht. Tja, den haben wir weggehauen. Oder ihn haben wir weggehauen. Ich komme so langsam wieder ins Spiel rein. So ist es nicht, Leute. Oha, was haben wir hier? Ihr habt 10 Sandkredite gesammelt. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür die sind. Ist mir auch wirklich egal. So, der ist tot. Wieder einmal wurde das Rad des Verderbens durch meine Hand in Gang gesetzt. Ich holte Kailina von der Insel der Zeit und änderte den Lauf der Geschichte. Ohne den Sand der Zeit hätte ich den Vezier nie getötet. Doch er ist zurück. Und das
dasselbe grausame Verlangen treibt ihn. Ich gelobte, dass ihr kein Leid geschehen würde. Tja, Prinz, du hast ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig nachgedacht, bevor du die Geschichte geändert hast, Budi. Ich werde tiefer in den Palast hineingezogen, fort von meinem Feind. Los geht's. Mein Arm, was ist geschehen? Was hat mir der Vizier angetan? Ich kann... Der Kreis begann sich zu schließen. Der Prinz hatte seinen ärgsten Feind zum Leben erweckt. Schlimmer, er hatte mich ihm versehentlich ausgeliefert und Verderben über Babylon gebracht. Aber damit nicht genug. Der Prinz wäre beinahe selbst durch den Sand verwandelt worden. Doch auch wenn er dem Tod entrinnen konnte, er blieb nicht ganz unversehrt. Wach auf, Prinz. Wach auf. Wach auf. Tja, wir sind am Start. Hinter dir ist versperrt, also musst du ein anderes Schlupfloch aus diesen Schächten finden. Beeile dich. Los! Was? Wer ist da? Soll ich nächstes Mal... Gute Frage. Gute Frage. Wer ist das? So, das war ja nochmal leicht. Vorsicht, die Bohlen sind rutschig. Halte die Balance. Okay, jetzt wird's ein bisschen gruselig. So, da kann ich jetzt runter. So, vorsichtig. Nicht, dass wir runterfallen. Ah, jetzt müssen gleich die ersten Gegner kommen. Gut, Kopf runter. Genau. Oh, sie scheinen das Licht nicht zu machen. Ja, Ankat, alles klar. Normalerweise werden die nämlich nicht zerteilt. Oder die Köpfe fliegen auch nicht ab. Ohne Licht dauern die viel, viel, viel zu lange. Lockt sie ins Licht, um sie schneller zu besiegen. Tja, das war's. Easy. So macht man das. So, runter. Runter und runter. Da. Perfekt, Tür ist auf und wir können weiter. Stopp, hier lang. Oh, ich freue mich gleich, wenn wir die nächste Fähigkeit freigeschaltet haben für den Prinzen. Also, die ist zwar auch kacke, aber es ist halt cool, dieses Feature zu haben. Sauber. Sauber. Das habe ich gut gemacht.
Jetzt hab ich's aber. Oha! Was ist aus mir geworden? Ein Sandmonster? Nimm wie du willst, Prinz. Wir wollen die Macht verliehen, deine Feinde zu besiegen. Jetzt nutze sie. Tja, wir sind ein Sandgeist, wie es in Warrior Within noch der Fall war. Wo ist denn Lutz? Im Kampf werde ich zusehends schwächer. Dann töte sie. Ihr Leben gibt dir deins zurück. Sich gut an. Locke sie ins Licht. Schlaf zu, solange sie blind sind. Tja, wer ist ja so leicht, wenn hier kein Licht da ist, ne? Oh Gott, gehst du mir auf den Sack, Bruder? Oh, geschafft. Nicht von Dauer. Ist es, wenn du es willst. Tue ich nicht. Aber du wirst. Na, ich glaube eher nicht, dass wir das wollen. Wir wollen nicht so hässlich sein. So, los, weiter. Wir haben kaum Zeit, weil wir verlieren halt die ganze Zeit Leben, ne? Ist halt echt unschön. Aber was soll's. Solange die Viecher... So, komm, ran da. Warum geschieht das schon mit mir? Du wurdest vom Sand der Zeit befallen. Ich bin sicher, du ahntest es schon. Vielleicht ist es der Dolch, vielleicht die Zeit, die du inmitten des Sands oder mit der Herrscherin verbrachtest. Egal, du hast widerstanden. Größtenteils. Größtenteils? Du hast dich in etwas, sagen wir, Einzigartiges verwandelt. Ja, die Bezeichnung passt. Sieh es mal so. Du hast ein Geschenk erhalten. Du bist stärker. Schneller. Hässlicher. Hässlicher. Aber. Das erklärt die Verwandlung. Aber wer seid ihr? Du weißt es nicht? Ich bin deine ungenutzte Kraft, deine ungelebten Träume. Ich bin ein Teil von dir. Ihr seid in mir? Ja. Yep. Seit Warrior Within. Ungefähr. Perfekt. So, wir müssen ständig Sand aufnehmen. Ihr kennt das noch vom Sandgeist. Nur hier können wir leider wirklich sterben, wenn uns das Leben ausgeht. Soweit ich das noch weiß. Nice. Und zurückverwandelt. Es ist fort. Wasser scheint diese Pest aufzuhalten. Warum habt ihr das vor mir verborgen? Was? Und mir den Spaß verderben? Er denkt halt auch nur an seinen Vorteil, ne? Tja, zerhackt. So einfach ist das. Danke. Komm hier ins Licht. So, Kopf ab. Okay, der stirbt leider noch nicht. Aber jetzt. So, wenn ich mich erinnere, müssen wir hier da. Genau. Ich erinnere mich richtig.
Und da ist das erste Lebensupgrade. Das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Aber wie gesagt, es gibt hier kein Secret Ending oder sowas. Also ihr könnt es auch getrost überspringen, wenn ihr es nicht braucht. So, aber ich würde die auf jeden Fall mitnehmen, weil es schadet euch halt, wie gesagt, nicht. Nur die Rätsel sind ein bisschen blöde. Manche also halt schwer. So, und Randa. Da haben wir es auch schon. Das erste Upgrade. Ach ja, jetzt geht's ja erst los. Stimmt. Perfekt. Das war sehr einfach. So, rüber. Blöd ist halt nur, dass wir den ganzen Weg dann auch immer wieder zurücklaufen müssen. Hier ist nicht so wie im ersten Teil, dass wir dann an den Anfang wieder zurückgesetzt werden, leider. Hier dürft ihr schön den Weg hier zurücklaufen. Sowas bringt halt Freude. Richtig übel. Aber, oh, erwartet uns jetzt der erste Boss. Soll ich die Geschichte hier fortsetzen, wenn ihr nächstes Mal kommt? Nee, noch nicht, aber gleich. Im nächsten Part wahrscheinlich dann. Perfekt. Ich dachte, einer und der Pfeile trifft uns, aber doch nicht. So, zerhackt, Brudi. Zerhackstückelt, Alter. Überraschung. Hättet ihr mal ein bisschen besser aufgepasst, würdet ihr noch leben. Als der Sand der Zeit den Prinzen heimsuchte, erwachte etwas Seltsames, Durchtriebenes in ihm. Etwas Düsteres. Die 7 Jahre der Flucht hatten den Prinzen bitter und hart werden lassen. Diese Bürde half seinem anderen Ich und gab ihm Stärke. Der Prinz war versucht, sich ihm hinzugeben. Für ihn war es ein Licht im Dunkeln, ein leitender Stern für einen Mann, der alles verloren hat. Aber was waren seine Absichten? Warum half es? Nur die Zeit konnte eine Antwort geben. So, Kailin hat zu Ende geredet. Nice. Klettern wir hoch. Babylon. Aber so weit weg. Als Kind hätte mir mein Vater Geschichten. Sei vorsichtig, da unten geht was vor. Ist das? Es ist der Wesir. Er ist vollständig verwandelt. Er hat die Macht des Sandes genutzt, um seine Armee zu verwandeln. Und diese Artefakte ermöglichen es ihm, sie schnell durch die Stadt zu befördern. Er scheint die völlige Kontrolle zu besitzen. Es sieht derzeit nicht allzu gut für dich aus. Ich überlasse dem Wesir Babylon nicht. Weder Stadt noch Thron. Tja, zurück sind wir. Er hat den Strahl als eine Art Tor genutzt. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Wir folgen ihm hindurch. Das würde ich mir gut überlegen, Brudi. Töte die Wache des Sandportals, um zu verhindern, dass sie Verstärkung holt, ja. Gut, machen wir. Sehr schön.
Ihr habt einen neuen Sandbehälter gewonnen. Nehmen wir mit. Was geschieht? Das war sicher im Plan vorgesehen, oder nicht? Ach, du solltest fortan bedenken, dass das Betreten von Sandportalen nur Scherereien bereitet. Ich werde mich besser wieder den herkömmlichen Transportmitteln zuwenden. Endlich mit größerem Erfolg. Das habe ich ja gut gemacht. Oh. Finger weg von mir. Bitte, helft uns. So, Speedkill. Shit. Na, oh. Ja. Gott, mir gehen diese Bogenschützen andauernd auf den Sack, Alter. Von wo kommst du denn her? Oh, gleich mal beide zerhackt, Alter. Nervig, so ein Scheiß. Könnt ihr euch halt echt nicht ausdenken, diesen Kram. So, dann mal hoch. Vorsicht! Ganz locker, Prinz, ganz locker. Damit ist der Kopf ab. So, das war's. Das habe ich super gemacht. Geil. Tja, das ist der Speedkill mit dem Sandgeist. Wir können ja halt einfach alle erwürgen. So, los geht's. Ja, zerhackt. Das war's dann wohl. Wunderbar. Haben wir nicht schon genug zu tun? Ah, shit. Hier muss ich gar nicht lang. Hier muss ich lang. Vorsicht. Um die brauchen wir uns jetzt nicht kümmern. Wir gehen direkt durchs Tor. Dieser Wagen sollte uns helfen. Tja, das war's dann. So, sehr schön. Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Hoffen wir's! Wenn ich versage, ist es aus mit uns! Der Prinz! Halten ihn auf!
Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Visier niederfahren zu lassen. Sei wachsam! Ja, Vorsicht! Du darfst gerne von uns gehen, Brudi. Nach links. So, ja, danke. Das musst du mir nicht sagen, Sandgeist. Wir kommen schon klar. Das war gut, Prinz. Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah. Ja, da hat... Oh yeah, da hat er gedacht, dass er uns mit seinem Scheißwagen da kriegt. Ist nicht. Vorsicht! Den haben wir einfach überrollt, ne? Hinter diese Säule! Geschafft! Halte die Pferde an! Los! Komm schon! Die einst so lebendigen Straßen von Babylon boten ein trauriges Bild. Die Bewohner waren tot oder geflohen. Wer geblieben war, litt tausend Qualen. Gefangen, gefoltert und verwandelt. Aber das bemerkte der Prinz nicht. So versessen jagte er den Visier. So, da sind wir auch schon. Ein Stückchen weiter müssen wir leider noch jetzt spielen in diesem Part. Also muss ich noch ein bisschen weiter mit meiner Anwesenheit quälen. So, da mal hoch. Ich bin beeindruckt. Oh, gut. Eure Meinung ist mir wirklich wichtig. Ist das etwa der Dank für deinen Lebensretter? Erstens, ich verdanke euch nicht mein Leben. Zweitens, seid ihr kein Mann, sondern eine Stimme ohne Körper. Ein Geist. Und drittens, ich bat euch nicht um Hilfe, denn ich brauche sie nicht. Auch wenn ich deine Kühnheit bewundere, etwas mehr Respekt wäre angebracht. Und ihr solltet lieber still sein. Ihr lenkt mich ab und wir sind nicht länger allein. Korrekt. So, aber das ist der richtige Moment, um den Part hier zu beenden. Leute, ja, im nächsten Part von Prince of Persia, The Two Thrones werden wir an dieser Stelle weitermachen. Mal gucken, was der Sandgeist noch so zu sagen hat. Wir haben einiges geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Prince of Persia Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!